Man muss ganz sicher kein DDR-Offizier gewesen sein, aber es schadet auch nicht. Im Gegenteil. Erst recht, wenn man alle bisherigen und künftigen Friedensstreiks organisatorisch zu verantworten hat. Rückblick. 2021 ging es in Ost-West-Richtung vom thüringischen Altenburg nach Wendlinghausen in Westfalen. Hier das Kind Zauberwerk. Als erstes muss natürlich festgelegt werden, in welche Region man fährt. Ja? Bei 3 Wochen ist die Gesamtlänge auch relativ begrenzt, also viel mehr als 500 Kilometer, 550 dürfte es nicht sein. Dann haben wir ja die 3 Wochen zur Verfügung, das sind 3x7 ist 21, das sind 21 Tage, gehen 2 Ruhetage weg und dann kann man sich bei 19 mal 25 ausrechnen, wie weit man dann kommt und dann ja, der Rest ist Glück, Intuition, alte Seilschaften und Bekanntschaften, wo man gerne mal war, was man sich gerne mal angucken würde und so weiter und was interessant erscheint. Und damit habe ich dann als nächstes erst die Übernachtungsorte rausgesucht und nach den Übernachtungsorten sucht man sich die Strecke raus, die eben nun keine Autobahn sein darf und nach Möglichkeit auch keine B-Straßen, also Bundesstraßen. Am besten sind, haben wir dieses Jahr gemerkt, Radwege. Die muss man aber erkunden, denn Radwege haben die Eigenschaften, dass zwischendurch immer mal ein Poller steht. Und das sollte man wissen, wo die sind. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also Schlüssel, dass man die entfernen kann, setzt man anschließend wieder ein. Und die offizielle Lesart ist natürlich, dass wir mit den Kutschen nicht auf den Radwegen fahren. Aber die Beamten, die dann vor Ort uns über die Straßen führen, denen ist sicher, oder wie man so sagt, das Hemd näher als die Hose. Die sagen dann, fahrt mal lieber auf dem Radweg, da seid ihr sicher von der Straße runter. Das ist zwar nicht vorschriftsgemäß, aber es ist sicherer und da machen wir das so. Und natürlich machen wir da gerne, was die sagen und nutzen den Radweg. Wir sind also bei dieser Strecke sind wir bestimmt 25%, also ein Viertel, auf Radwegen gefahren. Zu den ungeschriebenen Gesetzen gehört bei jedem Trek, beim Futter spielen die Pferde immer die erste Geige. Ja, Verpflegung ist wichtig. Also der alte Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Nur ist bei der Friedenstour ist natürlich nun kein Kampf, aber trotzdem ist es Anstrengung und Belastung. Und die Verpflegung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtstimmungslage. Und wenn das Essen schlecht ist, ist auch die Stimmung schlecht. Das sind alles keine neuen Weisheiten. Das gilt schon seit 100 Jahren oder seit noch viel länger. Und das bewahrheitet sich auch bei uns. Ja. Das ist gut ausgedrückt Teil des Abenteuers. Ja. Völlig kostenfrei, im Preis inbegriffen. Es gibt Dutzende Gründe, warum der Trek mitunter weit auseinandergezogen fährt. Genau deswegen haben sich Walkie-Talkies bestens bewährt. Kommunikation ist wichtig. Wichtig vor allen Dingen die Kommunikation erstes und letztes Fahrzeug, weil dann weiß man, was unterwegs passiert. Wenn ich mit dem dritten Fahrzeug, was ich sowieso meistens sehe, oder mit der dritten Kutsche Verbindung habe, das ist nicht verkehrt. Ja. Aber wichtiger ist, die hinteren Bereiche zu sehen, weil eben es tritt immer mal was drauf, da wird was heiß, also eine Bremse heiß gelaufen oder ein Zügel hat sich verlagert, dann muss das angehalten werden, der Zügel muss gerichtet werden oder wieder in die richtige Lage, Position gebracht werden und das verzögert nachher alles und wenn das zu oft ist, ist das auch ungleichmäßig. Das sind die negativen Sachen. Die positiven Sachen sind, wenn wir auf einer Straße fahren, dann ist es für die Autos leichter zu überholen. Also wenn da Zwischenräume drin sind, so richtig böse bin ich da auch nicht, weil das ist immer die Chance für Fahrzeuge zu überholen, denn wir wollen ja nicht nur ein Verkehrshindernis sein. Wo wir nach Russland gefahren sind, da war es dann zum Beispiel so, da konnte man auf Google Maps gucken und da, wo die tiefgelbe oder orangene eine Schlange sich über die Straße kroch, das waren wir. Das konnte man dieses Jahr auch sehen. Ja, eigentlich relativ regelmäßig, wobei dieses Jahr sind wir sehr oft auf Nebenstraßen und Radwegen gefahren. Das war der Vorteil. Und der nächste Vorteil dieser Radwege war,
Man hat völlig unbekannte Stellen kennengelernt, die wunderschön waren. Das Werratal entlang, das war sehr, sehr schön. Oder auch in Thüringen waren bestimmte Täler, die wir durchfahren sind. Ich komme aus Thüringen, aber die hatte ich auch noch nicht gesehen. Man kann ja nicht alles wissen. Und wie reagieren die Leute am Straßenrand auf den Friedenstreck? Naja, wenn man so einen Waldweg fährt, da reagiert keiner. Die Hirsche und Rehe hauen ab. Ja. Aber in den Städten und so weiter, da hat man viel Kontakt und auch Zuspruch. Wir haben ja auch unsere Flyer verteilt. Wir wollen ja werben für unsere Tour 2025 nach Jerusalem. Und das hat immer regen Anklang gefunden. Dann haben wir auch noch geworben für unsere Vorträge. Wir haben nicht immer, aber sehr oft abends, 19 Uhr, einen Vortrag gemacht über die vorangegangenen Aktivitäten unseres Vereins und auch die Titan on Tour 2018, wo wir nach Russland gefahren sind, die Friedenslogge hingebracht haben. Und die wurden auch rege besucht. Wochen vor Trekbeginn fährt Enders die Strecke ab. Wie viel Prozent Steigerung ab Kilometer sowieso, das alles ist unverzichtbarer Teil seiner Recherche. Zu lange, zu steil bergauf geht dabei ebenso wenig wie unendlich lange Bergabfahrten. Und die Reihenfolge der Kutschen ist dann auch nochmal Gegenstand vieler Diskussionen der Pferdefreunde und Friedensaktivisten. Ich sag mal so, die Diskussion, oder das ist kein Streit, aber die Diskussion um die Reihenfolge, die wird sich halten von Anfang bis Ende. Weil erstens mal, Pferde sind auch keine Maschinen. Ja, die haben mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Es gibt Pferde, die sind es nicht gewöhnt, vorneweg zu laufen. Die laufen immer jemand am besten, oder Gespanne, sage ich mal. Die laufen am liebsten einem anderen Gespann hinterher. Ja. Aber es gibt auch selbstbewusste Fahrer und Pferde. Da kann man sich drauf verlassen. Die halten eine Geschwindigkeit. Und ansonsten ist es immer die Diskussion zwischen diesen Pferdefreunden. Die einen sagen, die schnellsten müssen vorne hin und die anderen sagen, die langsamsten müssen vorne hin, vorne dran. Meine Erfahrung von Soldaten ist, vorne muss der langsamste sein. Weil nämlich dieser Ziehharmonika-Effekt, dass die Abstände größer werden und dann wieder kleiner werden, der tritt jedes Mal auf. Und wenn ich dann hinten den langsamsten habe, wird da gnadenlos abgehängt. Das ist einfach so und da wird sich auch nichts dran ändern. Aber manche Pferdefreunde haben eben so andere Meinungen. Na gut, am Ende muss gemacht werden, was ich sage. Meint der 68-jährige Ex-Offizier mit einem Augenzwinkern. Wohl wissend, jeder Trek hält seine eigenen Überraschungen parat. Das ist das Schöne an der Sache und für mich oder für alle Beteiligten ist, man lernt immer mehr fremde Menschen kennen. Fremde Menschen haben andere Ansichten. Die sind manchmal ein bisschen komisch, aber manchmal auch gar nicht so verkehrt. Ja? Und das schafft einen selber größeren Horizont. Und es ist wie immer, es macht Spaß, was zu planen. Und wenn man es dann durchführen kann und das funktioniert auch noch, dann ist es am Ende eine tiefe Befriedigung. Ja? Und deshalb werde ich da auch, solange es geht, noch weitermachen und mitmachen. Längst hat sich Enders als unverzichtbarer Macher erwiesen. Als einer, der mit Pferden wenig oder nichts zu tun hat. Und gerade deswegen auf die Erfahrung der Pferdeprofis unbedingt angewiesen ist und sie auch gern annimmt. Sein Part ist die Logistik. Da macht ihm niemand etwas vor. 2022 gibt es sogar zwei Friedenstreks. Einer wird die Aktivisten nach Brüssel führen, der zweite sieht eine Route vor, die im Wesentlichen durch die Niederlande führt. Übrigens, etliche Monate bevor Putin seine Truppen und Raketen in die Ukraine schickt, bringt der Nescholzer Friedbert Enders seine Intention zum Friedenstreck auf den Punkt. Wir haben in der Bundeswehr genauso wie in der NVA, die Soldaten haben immer gesagt, wir sind für den Frieden. Jeder für den Frieden seiner Seite. Und wir hatten das riesengroße Glück, dass sich beide dran gehalten haben. Also die Bundeswehr hat die NVA nicht angegriffen und so weiter und die NVA die Bundeswehr nicht. Und deshalb habe ich damit überhaupt keinen, sag ich mal, inneren Widerstreit. Ich war doch vorher auch nicht für einen Krieg. Wer ein Soldat, der für einen Krieg ist, da muss ein bisschen bekloppt sein. Also ein Vollidiot. Denn ich meine, was zu verteidigen und zu schützen wie das eigene Land, das ist ja eine ehrenwerte Sache. Ja? Aber um irgendjemanden anzugreifen, um ihn zu unterdrücken oder und so weiter, das ist am Ende schurflich. Ja?
Das geht nicht. Und damit habe ich jetzt auch keine Schwierigkeiten, für den Frieden zu sein. Und das ist ja ein hehres Ziel. Natürlich ist ganz klar, der Weltfrieden wird morgen früh nicht eintreten. Ja? Deshalb muss man kleine Schritte machen. Und diese kleinen Schritte gehen nur über die Menschen selber. Aber es gibt natürlich Politiker, die aus Eigennutz und Gewinnsucht und was auch immer sie dazu treibt, von Frieden reden, aber ganz anders handeln. Das möchte ich nicht tolerieren.